Tante Oma! Hallo? Hallo? Ich höre doch was. Ist jemand auf dem Dach? Mama Dani hat mich zu Hause vergessen und ist zu Oma gefahren und ich glaube, bei uns wird gerade eingebrochen. Hey Leute, was geht? Baby Khan hier in Adopt Me City und immer noch alleine. Mama Dani ist immer noch nicht da. Und der Einbrecher ist immer noch bei uns in der Luxusvilla. Aber ich konnte zumindest verhindern, dass er zu mir ins Zimmer kommt und was klauen kann. Guck mal, ich habe jetzt so Blöcke hier hingestellt, dass er hier zum Beispiel hier rüber nicht mehr rein kann. Ne, weil hier komme ich noch nicht mal durch. Und ich habe hier so einen Block in die Tür gemacht, dass nur Kinder hier durch können, also Babys. Versteht ihr? So wie ich. Und er kommt hier nicht rein. Aber ich weiß auch nicht, wo er gerade ist. Ich schau mal gerade hier oben. Vielleicht kann ich ihn... Komme ich selber nicht hier hoch. Ah, leider kann ich hier diese Tribüne nicht mitnehmen. Könnt ihr ihn irgendwo sehen? Ist er vielleicht hier im Pool oder... Oh. Ich glaube, er ist ganz in der Nähe. Leinwand? Ich muss jetzt auch Folgendes machen. Also, ich brauche jetzt... sowas hier. Badezimmer. Vielleicht hat sie teures Parfüm oder so. Ich brauche jetzt hier sowas, Leute. So. Was ist hier oben los? Schnell zumachen. Hey, bleib da! Was ist das denn? Bleib da, wer bist du? Was bist du denn? Du kommst hier nicht weiter. Eine Portion. Diese Tasche ist gesperrt. Hallo? Für dich. Leute, ich muss irgendwas machen. Was machst du hier? Ich will dieses Haus ausrauben. Das gehört mir. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Was? Du kommst hier nicht lang. Damit das klar ist. Ich hab das überprüft. Ich bin hier der einzige Einbrecher. Oh nein, das kommt nicht in Frage. Wir sind doch weggefahren. Nein, das... Wir sind weggefahren. Nein, hör mir zu. Wer bist du? Ted. Hör mir zu. Das ist mein Haus. Du kommst hier nicht rein. Hey! Runter! Oh Gott. Ich nicht, dass ich mir von so einer halben Portion erklären lasse, welches Haus ich ausraube und welches nicht. Ich sperre den jetzt hier ein. Ich sperre den jetzt hier ein. So, warte. Ich kann doch den Block nehmen und... Warum sind hier denn überall Bücher? So, viel Spaß! Kommst du da noch raus? Lass mich hier raus, du kleine halbe Portion. Hey! Was? Kommst du hier jetzt noch raus? Was soll das? Kannst du jetzt mal hier aufmachen? Nein, ich mach hier nicht auf. Du machst jetzt hier wieder auf. Hallo? Du bleibst jetzt da! Bleibst jetzt da. Kommst hier nicht. Glaubst du echt, das ist hier mein erster Einbruch? Oh! Glaubst du das echt? Wer bist du und warum bist du hier eingebrochen? Das ist mein Haus. Also ich bin hier eingebrochen. Und weißt du was? Wenn du weitermachst, rufe ich die Polizei. Mhm. Die Polizei? Wann rufe ich die Polizei? Du bist doch hier eingebrochen. Du kommst hier nicht rein. Versuch mal in dieses Haus hier reinzukommen. Versuch mal in mein Zimmer zu kommen. Guck, die Tür ist auch auf. Ich will nicht in dein dummes Kinderzimmer. Oder gibt's da was Wertvolles? Hm? Oh ja. Was Wertvolles, ja? Wo bist du? Ich glaube, ich gehe mal in den Garten. Leute, was will der hier? Mama Dania, wo bist du denn? Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Die haben ja echt Asche hier. Nicht mal so hey, raus aus Haus, diesem bitte. Haus, das gehört mir. Ich werde hier alles klauen. Ein Glück klaue ich mir mal alles zusammen. So ein Haus. Kein Problem. Boah, was will dieser Ted hier? Hallo, ich rede mit dir. Hier oben ist Elektronik. Das kann ich alles mitgehen lassen. Ich glaube, da muss ich nur meine Kumpel anrufen, dass sie das alles wegtragen. Hallo, ich rede mit dir. Ted! Was willst du, du halbe Portion? Ich hab doch schon gesagt. Ich hab gesagt, dass du hier nichts klauen darfst, weil das mein Haus ist. Oder soll ich die Polizei rufen? Oh, will das kleine Baby die Polizei anrufen? Lass mich runter! Ruf doch die Polizei, dann sage ich denen direkt, dass du hier eingebrochen bist. Weißt du was? Ich weiß, wie ich das hinbekomme. Ich weiß sowas von, wie ich das hinbekomme. Aha. Weißt du das, ja? Du bist ja ein richtig krasser kleiner Kerl.
Ich zeig dir jetzt was richtig Mach Wertvolles. Mach Mami dir noch die Schuhe zu. Hast du oben schon die Disco gesehen? Geh mal kurz nach oben und versuch was aus der Disco mitzunehmen. Diese DJ-Box soll wohl richtig viel wert sein. Wir können uns das ja aufteilen, wenn du möchtest. Wie viel ist die wert? Knapp 40.000 Euro. 40.000? Ja, geh du mal dahin Euro und... Euro ist mir egal, ich brauch nur Bucks. Ja, also ich helf dir dabei, okay? Ich bereite schon mal 40.000. draußen... Ich bereite draußen schon mal einen Fluchtwagen vor. Ist das in Ordnung für dich? Ja. So, ich werde den jetzt hier einsperren. Das ist gut, da muss ich nicht mal meine Kumpel anrufen. Okay, ich kann ja die Beute mit dem kleinen Knirps dann aufteilen. 50-50. Das macht er schon mit. 50-50 macht er mit. Diese komische Box hier, ja? Tja. Boah, wie soll ich denn die alleine tragen? Komm doch kurz zum Pool, dann helfe ich dir. Zum Pool? Zum Pool, komm mal zum Pool. Schon wieder runter? Warum muss ich hier die ganze Zeit hin und her rennen? Weißt du, wie anstrengend das ist? Ich habe auch nicht ewig Zeit. Die Alte wird ja nicht ewig weg sein. Oh. Was willst du? So, wie du sehen kannst, kommst du hier nicht mehr raus. Was ist denn jetzt? Hey, pass auf, wir verhandeln. Jetzt willst du auf einmal verhandeln. Kommt gar nicht in Wir Frage. Sind ja beide. Wir sind doch beide. Wir sitzen doch gleich, beide im gleichen Boot. Was willst du jetzt von mir? Guck, es ist auch schon hell. Und meine Mama, ich meine, diese Frau, die kommt bestimmt gleich nach Hause. Wir zahlen 50-50. Ach, jetzt auf einmal. 50-50. Das machen wir nicht. Entweder verschwindest du oder ich rufe die Polizei. Ich verschwinde hier nicht. Tja, dann bleibst du hier. Ich verschwinde hier nicht. Und ich kümmere mich um andere Sachen. Und dann finden die dich. Ja, das ist mir egal. Ich glaube. Weißt du was? Soll ich dir mal was Ehrliches sagen? Ich will hier gar nichts klauen. Das ist mein Haus. Du willst hier nichts klauen, ja? Das ist mein Haus. Mein Haus. Wie willst du denn schon Haus haben? Das Haus gehört einer. Dann ja. Ist mir auch vollkommen wurscht, wie die heißt. Ja, das ist meine Mama. Irgendwann ist sie weg. Das ist meine Mama und du kommst hier nicht mehr raus. Versuch mal zu entkommen. Jetzt. Versuch mal zu entkommen. Das ist deine Mutter. Das ist meine Mama. Das kannst du deiner Oma erzählen. Tja. Also du kannst... Was machst du denn alleine hier? So. Ja, sie hat mich vergessen. Und das muss ich... Irgendeine Mutter ihr Kind alleine zu Hause... Das muss ich mit ihr auch noch klären, aber... So, du kleiner Knopf, lass mich jetzt mal hier raus. Nein, ich hole mir jetzt erstmal einen Donut. Wenn du mich jetzt nicht gleich hier raus... Was dann? Dann zünde ich die ganze Hütte an. Ja, da ist ein Pool. Da wird nicht viel passieren. Aber ja. Willst du es drauf anlegen? Ja. Die Bäume hier, ich glaube, so Palmgras, das brennt. Ja, gut. Bärchen. Ist okay, du bleibst ja da drinnen. Das heißt, mir kann hier nichts passieren. Okay, pass auf. Ich verschwinde. Ich verschwinde. Bist du sicher? Aber die Jukebox nehme ich mit. Du nimmst gar nichts mit. Die Jukebox nehme ich mit. Du nimmst gar nichts mit. Das ist unser Haus, das ist mein Haus. Und du wirst hier gar nichts mitnehmen. Oh. Was meinst du, wie deine Mama das findet, wenn sie diese ganzen komischen Blöcke hier sieht? Ich glaube, so schlimm ist das nicht. Meine Mama hat mich vergessen. Sie bekommt viel mehr Ärger als ich. So, wir können jetzt was machen. Ich muss zur Schule. Entweder lasse ich dich jetzt... Du musst zur Schule! Gut. Hast du Husten? Brauchst du einen Hustenbonbon? Du musst zur Schule! Leute, ich hab Zeit. Ich hab ihn jetzt da, wo ich ihn haben wollte. So, ich geh jetzt erstmal schlafen. Ey, kannst du mich mal hier raus? Gute Nacht. Ob du mich... Gute Nacht. Kannst du mich mal hier rauslassen? Nein. Hallo. Wir haben was klar gemacht. Entweder gehst du jetzt raus oder ich rufe die Polizei. Eins von beiden. Pass auf, ich gehe. Ich lasse nichts mitgehen. Nichts, gar nichts. Und ich weiß, wie ich sicher gehen kann, dass du gleich hier rausgehst. Und zwar werde ich jetzt einen kleinen Tunnel für dich machen. Ich habe das monatelang geplant, ey. Und jetzt dieser kleine Knirps hier und verdirbt mir alles. Und Mist, ey. Wofür habe ich das alles vorbereitet? Wofür habe ich das alles vorbereitet und geplant? So. Kannst du dich jetzt mal ein bisschen beeilen? Bist du immer so langsam? Ey, du halbe Portion, kannst du jetzt mal ein bisschen aus dem Puschen kommen? Entweder gehe ich jetzt hier oder irgendwas und du kommst mal ein bisschen klar oder... Ich räume hier alles aus.
Inklusive deiner hässlichen Blöcke, da nehme ich dir halt zum Transportieren. Du kannst machen, was du willst. Ich baue dir jetzt erstmal so einen Weg, dass du hier rauskommst. Weil anders lasse ich dich hier nicht raus. So, ich mache jetzt hier alles klar, dass der Dieb... Kinder schon immer gehasst. ...einfach raus kann. Schon immer. Ich hasse Kinder. Genau wegen so einem Mist. Genau wegen so einem Mist. Bist du jetzt mal fertig? Nein, ich brauche noch ein bisschen. In der Ruhe liegt die Kraft. Gleich bist du raus, keine Sorge. Ja, ich habe hier noch ein, zwei Häuser zu überfallen. Kannst du dich jetzt mal bitte beeilen? Wenn ich hier schon nichts rausholen kann, dann muss ich bei den anderen ein bisschen mehr mitgehen lassen. Kannst du dich jetzt mal bitte beeilen? So, sofort. Ich bin sofort fertig. Ja, ja. Ich hätte hier nie reinkommen sollen. Ich hätte hier einfach nie reinkommen sollen. Ich hab's gewusst, diese reichen Leute sind alle verrückt geworden. So, jetzt warte. Ey, Kiddo. So. Sag mal, bevor ich gehe, ich komme nicht raus. Jetzt? Kannst du mir vielleicht noch so einen Tee geben? Nein, ich komme hier nicht raus, jetzt mach doch mal. Oh, warte, ich sehe auch, warte. Nein, hier würdest du rauskommen. Einen Moment. Nein, du kriegst keinen Tee von mir. Ey, nur so ein bisschen. So einen kleinen Schluck. Ich brauch was zu trinken. Lass mich in Ruhe. Ganz so, du kannst jetzt raus. Bitte gib mir so ein kleines Teechen. Oh, ja, warte. So, bitteschön. Und jetzt raus mit dir. Danke. Ganz schnell. Ach, raus jetzt! Ruhe. Ich hab gesagt, raus jetzt! Du sag mal. Ich rede nicht mehr mit dir, tschüss. Was war denn da drin? Jetzt raus. Was war da drin? Habt ihr eine Toilette? Raus! Oh, was war da drin? Oh, ich brauche eine Toilette. Leute, wir haben es geschafft. Er ist raus. Und ich leg mich jetzt hin und warte auf Mama Danja. Die kann was... Nein, ich hol gar nichts. Ich gehe jetzt einfach nur noch schlafen. Ich glaube, das kann jetzt weg. Leute, bis später. Oh Mann. Ich bin echt die schlechteste Mama auf Erden. Ich habe Baby Karl zu Hause vergessen. Ich mache für Hallo? Ihn eine Überraschung, dass wir zu Oma fahren. Und dann fahre ich ohne ihn zu Oma. Oh, wie blöd bin ich denn eigentlich? Hallo? Ich habe jetzt Manni und Robin erstmal da gelassen, weil, naja. Oh, Mama Danja, endlich! Was ist denn hier passiert? Baby Karl? Ja, du weißt, was hier passiert ist. Hey, was ist Mama Danja, weißt du überhaupt, was passiert ist? Weißt du was? Du, nur weil ich nicht da bin, heißt es nicht, Dr. Pai, fass! Dr. Pai, greif sie an! Ja, es tut mir leid, ich hab dich vergessen. Tut mir leid. Fass! Ich war auch schon ein bisschen müde. Mama Danja, du hast mich vergessen und es war ein Dieb hier drin, ein Räuber, der wollte alles mitnehmen und ich musste mich verteidigen. Mama Danja, was lachst du so? Du hast ja echt eine blöde Fantasie, Baby Karl, als ob jemand... Mama Danja, ich musste mich verteidigen. Ich musste Fallen aufstellen. Der wollte das ganze Haus ausrauben. Und dann habe ich ihn eingesperrt da beim Pool. Mhm. Ja, genau. Mama Danja, das ist kein Witz. Leute, auch. Könnt ihr bitte in die Kommentare schreiben, dass das kein Witz war? Ach, Baby Karl, es tut mir ja wirklich leid, dass ich dich vergessen habe. Aber sowas musst du jetzt nicht Mama ausdenken. Danja, das tut mir ja schon ausreichend Leute, schreibt ihr das jetzt mal bitte in die Kommentare, dass das kein Spaß ist. Mama Danja, bei sowas würde ich dich doch niemals anlügen. Und außerdem, du bist schuld. So, ich räume erstmal hier diese ganzen Du bist schuld! Weg. Was ist das denn? Ja, ich bin schuld. Es tut mir leid, dass ich dich vergessen habe, Baby Khan, aber du hast schon recht, mit sowas macht man echt keine Witze. Ich bin jetzt schon sogar krank. Weißt du was? Gute Nacht. Oh, du kommst nicht in mein Zimmer rein. Ach, Baby Khan, wir können doch zu Oma fahren. Ich fahre gar nicht. Doch, Robin. Wir müssen Robin und Manni sind ja, noch die da. Holst du dann ab. Komm mit. Na, komm doch jetzt. Nein, mit. Mama Danja, das ist Oma kein Spaß. Oma hat schon Plätzchen vorbereitet. Wir können da jetzt zusammen hinfahren und dann ist alles gut. Mama Danja, ist es gar nichts gut. Glaubst du mir nicht, dass hier wirklich ein Räuber war? Doch, klar. Klar, ich glaub dir das. Gut, dann fahren wir aber als erstes ins Krankenhaus und dann zu Oma. Ich will jetzt meine Plätzchen. Ja, ist gut. Setz dich ins... Ich sitze wirklich ins Auto, okay? Ja, Leute, und ihr schreibt bitte in die Kommentare, was passiert ist, okay? Damit Mama Danja das glaubt. Tschüss. Einbrecher, klar.